So, willkommen zurück mit einer ganz besonderen Episode, mit einem Halloween-Special. Und ihr seht, der Philipp Bohne ist auch am Start wieder mal. Und er hat ein cooles T-Shirt an. Ist eigentlich ein Pullover oder Sweatshirt, wie auch immer. Auf jeden Fall Halloween, habe ich mich auch gekleidet hier. Ihr seht die vielen Gesichter von Michael Myers und die ganzen Stimmungen. Alles sieht gleich aus. Cooles Shirt auf jeden Fall, fand ich damals. Und wir werden jetzt ein paar Halloween-Köstlichkeiten probieren. Wir haben hier also verschiedene Sachen parat. Zum einen gibt es hier natürlich das Gehirn, das werden wir testen und essen. Mal gucken, wie das schmeckt, was das überhaupt sein soll. Wir haben hier Fruchtgummi, Chilis, extra scharf. Da habe ich schon gehört, der Philipp Bohne, der wird dann wohl in der Ecke liegen, weil der verträgt das wohl gar nicht. Ja, schon. Wir haben ein paar Augäpfel natürlich, die dürfen auch nicht fehlen an Halloween, die wir uns da auch aneignen. Ja, da kann man immer so lustige Augen mitmachen. Wir haben aber auch unseren Spezialtrunk hier. Sieht aus wie so ein Totenschädel von Terminator, wenn die dann immer bis aufs Skelett runtergeranzt waren. Und das ist grün. Was da drin ist, das ist ein Geheimnis. Das werdet ihr wohl nie erfahren. Und da gönnen wir uns natürlich jetzt erstmal den ersten Schluck und machen dann weiter mit den Nahrungsmitteln. Ah. Zaubertrank. Schmeckt wie Pfeffi, aber nein, das habe ich nicht gesagt. Kennst du Atlas und Pictures? Ja. Das hat ein bisschen was davon gerade. So, Philipp Bohne, Sie machen mal den Anfang. Nehmen Sie sich doch mal ein leckeres Augapfel und probieren das. Sie haben die Wahl zwischen Blau und Grün. Schreibt in die Kommentare, welche Farbe ihr bevorzugt. Ich bevorzuge Blau, ist meine Lieblingsfarbe. Also auf geht's, ab geht's. Dann werde ich wohl ein grünes zu mir nehmen. Aber probieren Sie mal, wie sieht das... Das sieht doch saftiger aus. Die Konsistenz ist schon mal Wahnsinn. Sieht eigentlich aus wie ein Ei. Vielleicht ist auch Eigelb drin, keine Ahnung. Einfach auch weggeschlungen. Angeblich sollen die ja sauer sein oder so. Sind die sauer? So eine leichte Füllung. Die ist leicht sauer, aber nur ganz leicht. So eine richtige Nuance ist das noch. Leicht sauer. Steht ja hier Glotzer, ne? Mit saurer Füllung. Vor allem ist hier auch rot und da ist gelb. Dabei sind gar keine roten und gelben drin. Er kennt Trolli nicht aus der Kindheit. Trolli, bester Hersteller natürlich für Süßwaren. Da seht ihr es, ein grünes Auge. Wohlbekommst. Wir können ja mal reinbeißen und die Hälfte ab, wie immer bei diesen Hallorenkugeln. Da will man ja auch immer genau die Mitte erwischen. Man schafft es meistens nicht, aber hier ist eine Naht eingezeichnet, deswegen beißen wir mal die Naht durch. Und sehen, das ist ja richtig rot und saftig gefüllt innen drin, was also auch diesen sauren, leicht dezenten Geschmack ausmacht. Weiter geht es mit den Chilis, denn scharf ist immer gut. Jetzt habe ich noch gar kein Toastbrot geholt. Falls er gleich in der Ecke liegt, soll ich jetzt wirklich Toastbrot holen? Ja, bitte unbedingt. Ja, okay. Das Toastbrot ist gerade runtergefallen in der Küche, aber ist ja egal. Ist ja eh eingepackt. Dann machen Sie mal die Dose auf. Probieren Sie mal eine Fruchtgummi-Chili. Die sehen richtig gut aus. Sie leuchten auch so schön, wenn das Licht da durchscheint. Teile sind gewaltig. Alter. Sieht aus, wie wenn du dir beim Abo einen Salat bestellst. Da hauen sie auch immer oben die Peperonen drauf. Einfach in überdimensionalen Größen. Also. Ach. Ich werde mal in das Grüne als erstes reinbeißen, das verheißt noch so ein bisschen so, ja, nicht so scharf und so. Ne? Ich dachte, du schiebst dir das Ganze einfach komplett in den Rachen. Ich habe ein bisschen Probleme mit Schärfe. Na gut, wir schauen mal, wie er drauf reagiert. Oh ja. Oh ja.
Oh! Ernsthaft, sind die scharf? Die sind echt schon ganz schön scharf, ey. Hey, ich kenn's nur, wenn irgendwo scharf draufsteht, dass da gar kein Schaf drin ist. Das ist ganz schön scharf. Gut, die nehmen wir dann und verteilen sie auf der Straße an kleine Kinder. Probier du mal, Alter. Das geht auf der Zunge ab, ey. Wir beißen natürlich nicht den grünen Zipfel ab, wir schieben uns das ganze Teil rein. Er liegt hinten schon quer auf dem Sofa, gönnt sich jetzt Toastbrot. Zur Regulierung. Wenn ihr auch eine wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ein paar sind ja noch da. Dann schicken wir die natürlich gerne raus. Also man merkt schon auf der Zunge und im Rachen. Also es kommt langsam durch. Ist auf jeden Fall mehr, als ich erwartet habe. Guck mal, darf ich mit Vollmund reden. Aber nichts, was einen erfahrenen Ramses das aus der Bahn wirft. Der hat schon Sachen gegessen, die gibt's gar nicht, ne? Der Philippone ist schon bereit, er hat schon die Messer gemetzt, Messer gewetzt. Ich lege ihm das mal hier jetzt hin. Nehmt dafür eine handelsübliche Schere, wie man sie in jedem 1-Euro-Laden findet. Damit würde Tanzverbot vermutlich jetzt Burgerbrötchen aufschneiden. Wie soll man sowas überhaupt essen? Wer kauft sich sowas und was macht man dann damit? Aufreißen, Mund auf, reinschmeißen, fertig. Batsch! Liegt einfach der klebrige Batzen in der Ecke. Oh ja. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ein Gehirn frisch auf den Teller. Die ganze Geschichte. Ist das Blut oder ist das doch Erdbeersirup? Man weiß es nicht. Das hinten bleibt ein Geheimnis. Draufgequetscht. Genau wie unser Zaubertrank. Das bleibt alles ein Geheimnis. Das sieht richtig saftig aus. Es klebt schon hier echt brutal. Also, ich glaube, Zuckergehalt so nahe 90%. Das habe ich ja auch schon vor 10 Jahren gekauft. Ne? Ich kam ja nur jetzt dazu, erst das zu essen. Nee, das haben wir letztens irgendwo gesehen. War, glaube ich, sogar im Kaufland. Alter, das hat eine Klebrigkeit. Das könnte quasi einen Ramses an die Hauswand kleben. Die Hauswand das aushält. Innen drin ist das ja richtig hell. Könnte das auch gerne noch so leicht querstellen. Dann gönn dir mal eine Seite. Willst du jetzt so gleich die Hälfte der Hälfte komplett in den Mund? Die Hälfte der Hälfte, ein Viertel, quasi ein Teil eines Drittels. Das ist auch bestimmt nicht scharf, keine Sorge. Es klebt aber nicht so. Ich möchte mal einen sehen, der es in die Hand nimmt und reinbeißt. Soße dazu. Ist natürlich Blut, ihr wisst. Ja, blutige Soße. Bon Appetit. Es ist sehr süß. Ja. Fruchtig. Es ist wirklich fruchtig. Ja. Schlauer fühle ich mich jetzt nicht, um gleich mal aufzulösen. Aber es ist total bissfest. Also es ist nicht so, wie es aussieht, jetzt hier so latschig und sowas. Es ist richtig wie ein Stein aus Glibber. Ein Stein aus Glibber. Ein süßer Stein aus Glibber. Ein süßer Stein aus Glibber. Wischwasch. Oh mein Gott, den Teller schmeiße ich danach, glaube ich, weg. Schön Gehirnmasse. Also können Sie das jetzt weiterempfehlen? Ja. Einmal und nie wieder. Auch in der Party kriegt es einen Daumen. So, wenn man einfach gerne was snackt, was nascht, sonst was Süßes gerne isst, ist es, glaube ich, eigentlich so vorteilhaft. Weil es so klebt oder weil es viel zu süß ist? Danke. Wer gerne an seinem Diabetes arbeitet, hey, kauft euch drei Dinger davon, dann
danach seid ihr auf 100%. Sieht aus wie ein Beutel Würmer, eine Schüssel Würmer, die man zusammengeschmissen hat. Schneiden wir jetzt hier mal. Wenn es schneiden würde, nicht in der Meer rutscht. Jetzt verstehe ich, was du da für Probleme mit dem Schneiden hattest. Oh, wie das festhängt. Sap. Muss man aufpassen, dass der Teller nicht abhaut. Gezogen natürlich. Oh, mir ist eigentlich schlecht. Ja, von der Chili, aber. Ja, das ist wirklich sehr fest. Sie nimmt mich trotzdem irgendwie. Und das ganze Süße scheint ja wirklich nur von diesem. Von der Blutlache zu sein. Wenn du früher als kleines Kind mal so Gummi. Bärchen genommen hast, dann hast du die einfach mal über Nacht in ein Glas Wasser reingehauen und die sind plötzlich so 10 Meter groß geworden. Und danach hast du die gegessen, dann haben die auch so geschmeckt, nämlich irgendwie so wässrig, nach nichts. Einfach nur irgendwie. Aber außenrum hast du natürlich diese süße Note hier von diesem, wo wir den Namen reinschreiben können. Ich würde gerne mal einen sehen, der sich das komplette Gehirn mit einmal reinstopft, einfach nur. Und dann dran krepiert, weil das wirklich so. Du kannst es so schlecht beißen und kauen. Ich habe mir das viel legerer vorgestellt. Aber die süße, klebrige Note außenrum macht es natürlich wieder wett. Man könnte wirklich fast denken, es ist einfach Fleisch. Es hat so eine richtige, als wenn du auf einem Steak rumkaust. Das ist viel zu realistisch gehalten alles. Auf jeden Fall gut aus. So, ein noch kurzes Schlusswort am Ende. Es ist der nächste Tag und ich habe solche Kopfschmerzen, ich habe so ein Sodbrennen, mir ist so schlecht, ich könnte mich den ganzen Tag nur noch auf dem Sofa verkriechen, also. Der Zaubertrunk gestern, der hat noch so reingehauen, der ist einfach nicht leer geworden. Und als er leer war, kam plötzlich ein neuer Zaubertrunk um die Ecke, ganz mysteriös auf jeden Fall. Dazu dieses komische Gehirn, dieses ganze Süße, dann dieses ganze Saure aus den Augäpfeln, das ganze Scharfe von den Chilis. Oh mein Gott, das war gestern wirklich ein Trip quer durchs Candyland. Aber das ist Halloween und nee, ist es nicht. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß, Happy Halloween, Süßes, sonst gibt's Saures oder Sodbrennen. Bruder, du weißt Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht wieder lustige Sachen sehen, die wir probieren können, testen können. Ich habe da auch schon eine ganz tolle Idee. Aber bis das wieder umgesetzt wird, vergehen wieder 3 Jahre. Und bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Buh! Nehmen. Oh, da liegt schon einer unter dem Tisch. Es ist nur der Korken, alles gut.